Moin, moin. Heute möchte ich mich den Buchneuheiten aus dem zweiten Halbjahr 2021 widmen. Ich habe euch ja bereits am Anfang des Jahres ein Video hochgeladen, wo ich euch die Buchneuheiten im ersten Halbjahr vorgestellt habe, die mich besonders ansprechen. Und auch in diesem Video wird es also wieder nur eine Auswahl sein. Es wird nicht vollständig sein, natürlich. Dafür gibt es einfach zu viele Bücher, die erscheinen werden in diesem Jahr noch. Aber ich werde mir natürlich hauptsächlich die Fantastik vornehmen, was mich da so anspricht. Vielleicht so ein, zwei Thriller werden dabei sein oder Lieblingsautoren. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, euch Fortsetzungsbände zu zeigen von Reihen, die ich noch weiterlesen möchte. Also da werde ich die ausklammern. Und ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass auch etwas für euch dabei ist. Aber wenn ihr Abonnent meines Kanals seid, dann habt ihr vielleicht so ungefähr denselben Geschmack oder ihr seid einfach überrascht, dass vielleicht doch das ein oder andere Buch euch anspricht. Und ich freue mich natürlich von euch in den Kommentaren zu lesen, weil manchmal rutscht einem ja doch vielleicht mal ein Buch durch, was einen selbst auch interessiert. Und ich würde einfach gerne lesen, worauf ihr euch im zweiten Halbjahr 2021 einfach am meisten freut. Ja, ich wollte, bevor ich euch jetzt die Bücher vorstelle für das zweite Halbjahr, kurz mal zurückblicken und nachrechnen, wie viele aus dem ersten Halbjahr, wie viele Neuheiten, die ich euch vorgestellt habe, denn überhaupt bei mir eingezogen sind. Und zwar habe ich euch 13 Bücher vorgestellt und habe 7 tatsächlich gekauft bzw. bei mir einziehen lassen. Oder werden noch einziehen. Das ist etwas über die Hälfte und die anderen sind dann somit auf meine Wunschliste gelandet. Wollte ich vielleicht noch ein bisschen beobachten, ob das tatsächlich etwas für mich ist oder ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, sie einziehen zu lassen. Ja, das finde ich irgendwie auch spannend, noch mal so ein bisschen statistisch nachzuvollziehen. Und solltet ihr das Video noch nicht gesehen haben, dann schaut da auf jeden Fall vorbei, denn die Bücher sind ja trotzdem noch nicht alt, weil sie ja auf jeden Fall aus diesem Jahr sind und werden ja eh nicht schlecht. Also guckt da auf jeden Fall rein, da sind wirklich, wirklich tolle Bücher dabei und einige habt ihr dann ja vielleicht schon in meinen letzten Lesemonaten schon in den Neuzugängen oder in den Lesemonaten gesehen. So, jetzt wollen wir aber loslegen. Ich bin ausgestattet. Einmal mit meinem Notizheft, wo ich alle Bücherneuerscheinungen jetzt immer reinschreibe seit 2021 in dieses wunderschöne Alice-Notizbuch-Büchlein. Und ich habe jetzt ja auf jede Seite einen Monat geschrieben und darunter dann immer die Bücher, die mich dort besonders interessieren. Und ich bin außerdem mit meinem alten Handy bewaffnet, weil ja mit meinem aktuellen filme ich ja gerade. Und ich brauchte so ein bisschen Screenshots, um entweder den Klappentext vorzulesen oder nochmal nachzuschauen, ja, worum es eigentlich geht. Ja, und dann beginnen wir. Einige der Bücher, die ich euch jetzt vorstelle, sind sogar schon auf dem Weg zu mir, beziehungsweise habe ich vorbestellt. Und so ist es auch bei dem ersten Buch, was ich euch vorstellen möchte. Das erscheint nämlich jetzt schon im Juli. Wir gehen natürlich jetzt chronologisch durch das zweite Halbjahr durch. Und das Buch erscheint im Festa Verlag. Und ich habe euch ja schon gesagt, Festa hat immer mehr Bücher auf Lager, die mich wirklich sehr interessieren, weil Festa jetzt nicht nur in die Extremhorror-Ecke geht, für die ja Festa eigentlich auch bekannt ist. Aber sie gehen jetzt auch immer mehr in diese klassische Horrorrichtung. Und das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Und auf das Buch, was ich euch jetzt vorstellen möchte, freue ich mich wirklich auch mit am meisten von diesen Büchern, weil es einfach genau mein Beuteschema ist. Und zwar erscheint es am 22.07. und heißt Die 10.000 Türen von Alex E. Harrow. Ja, und worum es geht, möchte ich euch natürlich ganz kurz vorlesen. In einem weitläufigen Herrenhaus voller sonderbarer Schätze ist January selbst eine Kuriosität. Als Mündel des reichen Mr. Locke fühlt sie sich kaum anders als die Artefakte, die die Hallen schmücken. Sorgfältig gepflegt, weitgehend ignoriert und völlig fehl am Platz. Dann findet sie ein seltsames Buch. Ein Buch, das den Duft anderer Welten verströmt und von Geheimtüren, von Liebe, Abenteuern und Gefahr erzählt. Jedes Umblättern enthüllt weitere unglaubliche Wahrheiten und langsam wird January bewusst, dass sie selbst mehr und mehr mit der Geschichte verkettet wird. Ja, das vereint gleich mehrere
Ja, Sachen, die ich einfach sehr, sehr gerne lese. Einmal ein Herrenhaus voller Kuriositäten. Das ist schon mal ein Setting, was mich total anspricht. Wenn es da dann auch noch so ein bisschen spooky, unheimlich oder irgendwie ja eine besondere Atmosphäre dort herrscht, dann erst recht. Und dann natürlich das Buch. Wenn Bücher über Bücher, ja, Bücher von Büchern handeln, dann ist das immer schön. Und dann auch noch magische, geheimnisvolle Bücher, die von, ja, was hatte das der Klappentext da gesagt, den Duft verschiedener Welten entströmt. Also das finde ich sehr, sehr ansprechend und da freue ich mich sehr drauf und es sieht auch wieder richtig, richtig toll aus. Und ja, das wird als Rezensionsexemplar vom Fester Verlag bei mir einziehen und ja, ich freue mich riesig darauf und das wird ja, für den Spätsommer oder für den Herbst natürlich perfekt sein. Und das wird auf jeden Fall bei mir einziehen. Drachenfantasy darf hier natürlich auch nicht fehlen. Und da bin ich fündig geworden beim Arktis Verlag. Am 23.07. erscheint nämlich eine Dilogie, beziehungsweise bisher sind da zwei Teile erschienen, in einer Taschenbuch-Klappenbroschur-Ausgabe. Es gab den ersten Band auch in demselben Verlag schon mal als gebundene Variante. Mir ist jetzt allerdings erstmal die Taschenbuch-Variante mit diesem wunderschönen Cover aufgefallen. Und vom Inhalt her bin ich noch ein bisschen skeptisch. Obwohl es um Drachen, um Drachenreiter geht, um High Fantasy, ja, war ich mir nicht so ganz sicher, wo hier wirklich der Fokus liegt. Denn in den Rezensionen habe ich gelesen, dass die Drachen doch etwas kurz kommen. Und das lässt mich ein bisschen skeptisch werden. Dennoch wollte ich es hier aufnehmen, weil zum einen ich einfach wieder ein bisschen über die Cover schwärmen wollte und ja, es dennoch Drachenfantasy ist und dennoch spannend klingt. Und vielleicht habe ich gedacht, hat ja einer von euch tatsächlich dieses Buch schon gelesen und kann sagen, ob das gut ist und ob die Drachen vielleicht doch eine größere Rolle spielen und wenn nicht, dass es vielleicht anderweitig einfach spannend ist. Deswegen bin ich da ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen und wollte es hier dennoch erwähnen, weil ich da einfach ein bisschen zwiegespalten bin. Annie und Lee waren Kinder, als eine blutige Revolution ihre Welt radikal veränderte. Inzwischen Teenager nehmen sie beide an einem Auswahlverfahren teil, um Drachenreiter zu werden, obwohl ihre Herkunft unterschiedlicher nicht sein könnte. In der neuen Ordnung, die auf Leistung anstelle von Herkunft setzt, müssen beide ihren Weg finden. Doch dann droht ein Krieg, denn die alten Drachenherren wollen sich ihre Herrschaft zurückholen und Annie und Lee werden zu schwerwiegenden Entscheidungen gezwungen. Ja, wie gesagt, also ich finde so eine Ausbildung zum Drachenreiter ist eigentlich allgemein so Magier-Ausbildung oder Ausbildung zum Ritter oder irgendwie sowas finde ich immer spannend. Aber wenn so ein bisschen mehr dieses Politische, die Revolution, der Krieg im Vordergrund steht, dann finde ich das doch eher nicht so ansprechend. Also vielleicht kann mir einer davon tatsächlich da draußen helfen, wer das gebundene Buch vielleicht gelesen hat. Und ansonsten ist es für euch vielleicht ein Tipp, weil jetzt beide Bücher, wenn ich das richtig verstanden habe, am selben Tag erscheinen werden in dieser Taschenbuchausgabe, die einfach wunderschön aussieht. Am 29.07. erscheint ein dystopischer Thriller, der das Thema Wasser hat, beziehungsweise die Welt vollkommen unter Wasser sich abspielt und die Welt mit Wasser überströmt ist. Und das finde ich einfach ganz toll. Auch hier, ich muss es wieder sagen, ich weiß, manchen ist das nicht so wichtig, aber hier finde ich das Cover auch wirklich sehr, sehr gut gelungen, obwohl es ja nur aus Schwarz-Weiß besteht. Aber ich finde es richtig, richtig toll. Es erscheint im Piper Verlag. Und ja, ich muss sagen, dass wenn es so wirklich und diese Unterwasserwelt so ein bisschen widerspiegelt, dann noch ein bisschen Dystopie mit reinbringt, dann könnte mir das richtig gut gefallen. Weil ich finde, so diese Unterwasserwelten, die kommen in der Fantasy viel zu selten vor. Natürlich gibt es so Meerjungfrauengeschichten, aber die sind dann meistens eher kindlicher oder sehr jugendlich mit viel Romantasy gespickt, was mich dann wieder weniger anspricht. Also so ein bisschen was Erwachseneres unter Wasser, das auf sowas bin ich total scharf. Also wenn ihr da irgendwas wisst, auch irgendwas Älteres, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Der weite Ozean birgt dunkle Geheimnisse.
Tempest lebt in einer Welt, die fast nur aus Wasser besteht. 500 Jahre zuvor hat die große Flut die Erde beinahe vollständig zerstört. Doch die Ruinen der versunkenen Städte bergen nach wie vor wertvolle Schätze. Als Taucherin riskiert Tempest täglich alles, um ihre tote Schwester Elisea ins Leben zurückzuholen. Für einen hohen Preis ist dies auf der Forschungsinsel Palindromena für 24 Stunden möglich. Und nur Elisea kennt die Wahrheit über den mysteriösen Tod ihrer Eltern. Doch Tempest hat keine Ahnung, in welche Abgründe sie blicken wird. Ja, also ich hoffe, dass es eben viel unter Wasser spielen wird. Und ich finde halt auch so ähnlich wie Forschungsreisen in die Polarregion, finde ich es total abenteuerlich und spannend und unheimlich, Taucher zu begleiten. Taucher in Ruinen oder alte Schiffswracks oder in Höhlen, also Höhlentauchen, das habe ich für mich entdeckt, jetzt nicht selbst Höhlen zu tauchen, sondern als Dokumentation mir anzuschauen. Das finde ich so spannend und unheimlich. Und ja, deswegen, das spricht mich hier irgendwie an mit den alten Ruinen unter Wasser und dann eben noch zusätzlich dieses dystopische und irgendwie eine ja, interessante, spannende Insel. Ja, also so ein bisschen verknüpft Abenteuer mit leichter Zukunftsdystopie. Das könnte mich sehr, sehr ansprechen. Es erscheint im Piper Verlag, deswegen hoffe ich, dass es nicht zu jugendlich ist. Es klingt nämlich so ein bisschen jugendlich, stört mich jetzt nicht voll und ganz, aber ich würde schon gerne mal wieder ein bisschen was Erwachseneres lesen, gerade eben in diesem Setting. So, den ersten Monat, Juli, haben wir geschafft. Wir gehen jetzt in den August. Da ist tatsächlich auch nur ein Buch, was ich mir notiert habe, beziehungsweise ein weiterer Fortsetzungsband, den ich hier jetzt ja nicht erwähnen wollte. Also bleibt nur der eine, aber der hat es wirklich in sich. Denn das ist ein Autor, den ich, glaube ich, letztes Jahr entdeckt habe. Und dessen Debüt hat so eingeschlagen wie eine Bombe, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen. Und bei mir ist er tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, ob er auf dem ersten oder zweiten Platz meiner Jahreshighlights gelandet ist. Und das ist einfach zu Recht. Und da habe ich mir auch gesagt, die Art und Weise, wie der Autor schreibt, wie dieser Autor dieses komplexe Buch aufgebaut hat und so geschrieben hat, ist einfach so genial, dass ich alles weitere oder das nächste Buch von ihm auch unbedingt lesen möchte. Sonst ist es bei mir nicht unbedingt gesetzt, wenn ich ein Buch liebe, dass ich jetzt auch alles weitere von dem Autoren oder von der Autorin lesen möchte. Denn manchmal ist es einfach auch der Inhalt, der mich da denn gefesselt hat und gar nicht so sehr die Schreibweise. Hier hat aber wirklich alles gepasst. Und zwar war das das Buch Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle von Stuart Turton, genau. Und jetzt erscheint endlich sein zweites Werk und auch das hat wieder was mit Meer und Schiffen zu tun. Spricht mich vom Setting her wieder sehr an und ich bin sehr gespannt. Und zwar heißt es Der Tod und das dunkle Meer von Stuart Turton und erscheint am 21.08. im Tropenverlag, wie auch schon der erste Band. Und jetzt wollen wir natürlich ein bisschen wissen, worum es eigentlich geht. 1634. Ein Schiff auf dem Weg von Indonesien nach Amsterdam. Eine dunkle Prophezeiung und ein Detektiv, der selbst Gefangener ist. Samuel Pipps und Arend Hayes stehen vor dem Fall ihres Lebens, denn der Teufel ist mit an Bord. Aberglaube, Hexenjagd, Machtgier. Stuart Turton führt uns ins dunkle Meer der menschlichen Abgründe. Gerade noch hat Samuel Pipps im Auftrag der mächtigen Männer der Ostindien-Kompanie einen kostbaren Schatz in der Kolonie Batavia bald wiedergefunden. Nun befindet er sich auf dem Weg zu einer Hinrichtung. Sein Assistent und Freund Arend Hayes ist mit an Bord der Saddam, genau wie der Generalgouverneur und seine Frau Sarah Vessel. Doch kaum auf See beginnt der Teufel für sie heimzusuchen. Unerklärliche Morde geschehen und ein Flüstern weht durch das Schiff, das alle an Bord dazu verführt, ihren dunkelsten Wünschen nachzugeben. Pips muss seinem Freund Arend und Sarah dabei helfen, ein Rätsel zu lösen, das alle Passagiere verbindet und weit in die Vergangenheit zurückreicht, bevor das Schiff sinkt und sie alle in die Tiefe reißt. Ja, das war ein sehr langer Klappentext, muss ich sagen.
Ich finde einmal dieses Setting des Schiffs sehr cool. Auch hier ist das Setting wieder so abgeschirmt, dass man weiß, irgendjemand muss dort der Täter sein. So ähnlich war es bei seinem ersten Buch auch. Und da war ja einfach der Clou, es war nicht einfach nur ein Krimi, der so ein bisschen historisch war, sondern es hatte ja diesen Clou von täglich grüßt das Murmeltier, dass unser Protagonist immer wieder denselben Tag erlebt hat und herausfinden sollte, wer der Mörder ist. Und ich bin gespannt, was hier so der Clou ist. Man hört heraus, dass es irgendwie ein Flüstern gibt und die dunkelsten Abgründe zum Vorschein bringt. Ob der Teufel wirklich mit an Bord ist oder ob das jetzt nur eine Metapher war, bin ich auch gespannt. Also ich hoffe, dass es hier wirklich wieder so einen tollen Kniff gibt und auch wieder eine tolle Auflösung. Es gibt bestimmt auch wieder viele Figuren, die man verdächtigen kann. Ich bin ja kein typischer Krimi-Leser, so dieses Ermittler-Krimi-Ding, so Agatha Christie-mäßig, ist ja gar nicht so sehr mein Ding. Aber durch diesen Clou, durch diesen Kniff und diese Komplexität und dazu noch diese ein bisschen altertümliche Sprache hatte mich damals beim ersten wirklich angetan. Es war wirklich was Neues und ich hoffe, dass das hiermit wieder schafft. Das zweite Buch ist ja immer ein bisschen schwierig, weil man da meistens große Erwartungen hat, wenn das erste wirklich ein Knaller war. Ja, aber trotzdem werde ich es auf jeden Fall lesen und es wird ziemlich zeitnah dann auch bei mir eintreffen, wenn das im August erscheint. So, wie gesagt, war es das schon mit dem August. Jetzt kommen wir zu dem September und so kurz der August jetzt auch war von meiner Bücherliste, wird der September ziemlich, ziemlich lang. Ja, da habe ich so einiges gefunden. Ist ja aber auch oft so, dass kurz vor der Buchmesse im Oktober immer sehr, sehr viel erscheint. Die Buchmesse wird leider ja dieses Jahr nicht stattfinden, aber dennoch sind die Erscheinungstermine natürlich so getaktet. Und da wollen wir anfangen mit den 6.9. Da erscheint nämlich wieder ein Fantasy-Spielbuch. Ich habe euch ja letztens gerade in einer Rezension wieder ein Fantasy-Spielbuch euch vorgestellt, wo man als Leser selbst in die Rolle des Protagonisten schlüpft und innerhalb des Buches ja Entscheidungen fällen muss, wo man weiterliest und wie sich die Handlung entwickelt. Und da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mittlerweile ja 4 Bücher in dieser Richtung gelesen und jetzt erscheint wieder ein Buch von Jonathan Green. Der hat bereits ein Fantasy-Spielbuch zum Thema Alice im Wunderland gemacht, das ein bisschen düsterer umgesetzt. Und jetzt erscheint eben am 6.9. Oz, und zwar im Manticore Verlag. Und das ist eben zum Zauberer von Oz, zu dieser Welt, ein Pendant, eine Adaption, bestimmt wieder schön düster umgesetzt. Dieses Spielbuch ist deine Eintrittskarte in die magische Welt von Oz. Schlüpfe in die Rolle von Dorothy, der Vogelscheuche, des Löwen oder des Zinnmanns und begib dich auf den gefahrvollen Weg zur Smaragdstadt. Doch sei gewarnt. Seit Dorothys letzten Besuch hat sich hier viel verändert. Eine unheilvolle Macht hat von Oz Besitz ergriffen und seltsame Geschöpfe wüten nun durch das Land über den Regenbogen. Ist der ehemalige Zauberer von Oz endgültig dem Wahnsinn verfallen? Und welche Rolle spielt dabei die böse Hexe des Westens? Bewaffnet mit einem Würfel und Bleistift musst du durch die Welt von Oz reisen, mit seinen bizarren Bewohnern verhandeln, neue magische Kräfte sammeln und viele gefährliche Monster besiegen. Denn nur so kannst du das Geheimnis lüften, das über Oz liegt und das Land hoffentlich von seinem düsteren Schatten befreien. Ja, so war es eben bei Alice im Düsterland auch, dass man als Alice Jahre später zurückkehrt ins Wunderland. Und hier ist es eben so, dass wir in Form von Dorothy zurück in dieses Land von Oz reisen. Mal gucken, ob man tatsächlich auswählen kann, mit wem man dieses Abenteuer begehen möchte, dass man vielleicht sogar auswählen kann, ob man den Zinnmann nimmt. Es ist ja immer so ein bisschen angelehnt an, ja, Computerspiele und da ist es ja auch oft so, dass man sich einen Charakter aussuchen kann. Ich bin gespannt und diese Spielbücher kann man ja durchaus auch öfter spielen und da wird es verschiedene Wege geben, zum Ziel zu kommen oder eben nicht zum Ziel zu kommen. Enden sind unterschiedlich, es gibt manchmal verschiedene Enden und wie es beschrieben wird, braucht man manchmal immer auch so kleine ja, Utensilien wie Würfel und muss sich Notizen machen und gegen Monster kämpfen. Und ich bin gespannt, wie es hier aufgebaut sein wird. Also Alice im Düsterland fand ich vom Setting wirklich gut, aber war sonst jetzt nicht das stärkste Fantasy-Spielbuch.
Aber ich freue mich, da wieder ein bisschen zu rätseln. Und ja, ich finde das Thema und die Welt auch einfach grandios. Da freue ich mich riesig drauf. Am 13.09. erscheint ein Buch, bei dem ich mir nicht ganz so sicher war, ob man das jetzt als Fortsetzung zählen sollte oder ja, für einen Beginn einer neuen Reihe. Denn das Buch ist von Peter V. Brad und spielt in derselben Welt von seiner Dämonensaga. Und es sind mehrere Jahre ins Land gegangen nach diesem Ende der Dämonensaga, weil der Dämonenzyklus ist ja tatsächlich abgeschlossen, aber er hat sich wohl entschlossen, dieser Welt nicht ganz den Rücken zu kehren und zurückzukehren. Scheinbar haben immer noch Dämonen überlebt und es müssen sich neue Helden bilden, um diese zu bekämpfen mal wieder. Ja, auch im ersten Band ging es ja eben auch um Dämonen, die jede Nacht aus den Boden kommen und die Menschheit tyrannisieren. Und ja, es geht über 5 Bände. Die Deutschen sind ein bisschen anders aufgeteilt als die Originalen. Ja, und jetzt kommt eben ein neuer Band. Ich muss sagen, dass ich ja ein bisschen zwiegespalten bin. Ihr wisst ja, dass ich von dieser Reihe immer sehr schwärme und sie immer als meine liebste oder eine meiner liebsten High-Fantasy-Reihen betitel. Und das ist auch immer noch so, aber ich finde, irgendwann muss man es auch mal gut sein lassen. Also die Reihe ist jetzt abgeschlossen und ich glaube, ich hätte lieber eine ganz neue Reihe aus der Feder von Peter V. Brad gelesen. Eine ganz andere Art von Reihe, gerne auch wieder Fantasy. Ich hätte es sofort gelesen, weil ich einfach seinen Schreibstil unglaublich süffig finde und seine Charaktere mir sehr ans Herz gewachsen sind. Ja, deswegen, ich werde es natürlich dennoch lesen, weil ich die Welt einfach auch toll finde, aber ja, es ist so ein kleiner bitterer Beigeschmack, weil ich finde, man sollte auch mal ein bisschen was abgeschlossen lassen und nicht immer wieder alles brühwarm aufgießen und das Ganze nochmal von vorne beginnen lassen, weil ich finde, da ist immer die Gefahr dabei, dass ja, dass das vielleicht ein bisschen das zunichte machen könnte und dass es nicht so gut wird wie die erste Reihe. Und ja, vielleicht kann er sich selbst nicht so richtig von der Welt trennen, hatte vielleicht noch mal eine tolle Idee, das wäre dann natürlich gut. Ich weiß auch nicht, wie lang diese zweite Reihe jetzt werden soll. Werden wir mal schauen. Also er heißt auf jeden Fall Der Prinz der Wüste und wird im Heine Verlag erschienen, wie auch die vorige Reihe im Deutschen. Und es wird wieder ein ziemlicher Brecher sein, bestimmt wieder so 1000 Seiten. Und ich werde es auch wieder lesen, aber ein bisschen vorsichtig rangehen und habe ein bisschen Angst, dass mich das nicht so packt wie die erste Reihe. Ja, jetzt kommen wir zu einem Buch, was wirklich, glaube ich, schon von vielen heiß ersehnt wird und auch von mir, denn sie gilt einfach als meine Lieblingsautorin und auch eine Autorin, die ich schon oft gelesen habe, die sich mit ihrem Humor einfach immer wieder von anderen abhebt und deswegen einfach eine gute Laune-Lektüre nach und nach immer erschafft und deswegen lese ich sie einfach sehr, sehr gerne, obwohl es oft auch immer eine Prise Romanze gibt, aber das kann ich denn verschmerzen aufgrund dieses tollen Schreibstils und humorvollen Inhaltes, den sie da erschafft und dann sind es immer noch so liebevolle, kauzige Charaktere, die da drin vorkommen, einfach wunderbar. Ich spreche von Kerstin Gier und sie kommt mit einer neuen Reihe um die Ecke und ich muss sagen, als ich das Cover das erste Mal auf ihren Instagram-Kanal gesehen habe, war ich wirklich verzaubert und zwar heißt das Buch Vergissmeinnicht und erscheint am 29. September. Und zwar im Fischer Verlag. Ja, ich finde, das ist wieder so typisch Kerstin Gier. Einmal das Optische, aber natürlich auch der Inhalt klingt ganz wunderbar nach einer süßen Idee. Und ja, ich freue mich da einfach drauf. Das wird wirklich wieder ein Gute-Laune-Buch sein, was sich ganz, ganz schnell weglesen lässt. Und sie hat trotzdem immer noch ganz tolle Ideen, ob das nun diese Zeitreise ist oder ob sie Träume in den Vordergrund stellt oder ein. Ja, ein Hotel in den Bergen, in den winterlichen Bergen. Also die Settings sind wirklich auch immer ganz großartig. Auch wenn die Fantasy-Welten, die sie erschafft, nicht sehr episch sind. Das sind meistens immer sehr klein gehalten. Und manchmal fehlt mir so ein bisschen noch mehr Informationen darüber. Aber eben das ist gar nicht so ihr Fokus. Und ich weiß, was ich an ihr habe und was ich da erwarten kann. Und deswegen werde ich da meine Erwartungen auch ganz anders ansetzen.
Bestseller-Autorin Kerstin Gier öffnet uns nach der Edelstein- und der Silber-Trilogie die Tür zu einer neuen fantastischen Welt und erzählt eine mitreißende Liebesgeschichte aus zwei Perspektiven. Quinn ist cool, smart und beliebt. Mathilda entstammt der verhassten Nachbarsfamilie, hat eine Vorliebe für Fantasy-Romane und ist definitiv nicht sein Typ. Doch als Quinn eines Nachts von gruseligen Wesen verfolgt und schwer verletzt wird, sieht er Dinge, die nicht von dieser Welt sein können. Nur wem kann man sich anvertrauen, wenn Statuen plötzlich in schlechten Reimen sprechen und Skelettschädel einen vertraulich zugrinsen? Am besten dem Mädchen von gegenüber, das einem total egal ist. Dass er und Mathilda in ein magisches Abenteuer voller Gefahren katapultiert werden, war von Quinn so allerdings nicht geplant und noch viel weniger, sich unsterblich zu verlieben. Ja, wenn ich diesen Klappentext bei anderen Autoren lesen würde, würde ich die Finger davon lassen, weil es einfach zu sehr nach Liebesgeschichte klingt. Aber der Humor, ich sag's zum dritten und vierten Mal, ist hier einfach so herausstechend gut, dass ich das verschmerzen kann. Und das werde ich deswegen auf jeden Fall auch lesen. Ein weiterer sehr bekannter und erfolgreicher deutscher Autor in der Fantastik ist Kai Meier. Und auch er kommt mit einem neuen Buch daher, was für mich wirklich sehr ansprechend klingt. Und zwar ist das Für immer Haus und erscheint auch am 29.09. beim Fischer Verlag. Das Für-Immer-Haus steht zwischen den Welten, am Ufer eines dunklen Ozeans. Es hat tausende Hallen und Säle, seine Korridore sind endlos und noch immer wächst es weiter und verändert sich. Im Für-Immer-Haus stranden junge Heldinnen und Helden, die ihre Welten vor dem Untergang bewahrt haben. Die Herrschenden fürchten ihre Macht und schicken sie hierher ins Exil. Doch Carter ist kein Held wie die anderen. Er besitzt keine Erinnerung, ist nur von einem überzeugt. Er hat niemals eine Welt gerettet. Und so begibt er sich auf die abenteuerliche Reise durch das Für-Immer-Haus auf der Suche nach seiner Bestimmung. Ja, es ist mal wieder ein Haus mit vielen Gängen, Korridoren, was mich total anspricht. Aber auch die Idee, dass dort Helden zu finden sind, die bereits eine Welt gerettet haben und wir aber einen Protagonisten jetzt verfolgen, der eigentlich keine Welt gerettet hat und er gar nicht genau weiß, warum er da ist und sich jetzt nun auf die Suche macht nach seiner Bestimmung, finde ich interessant. Auch das ist, wie auch bei Kerstin Gier, eher ein Jugendbuch. Aber hier lese ich jetzt auch keine Liebesgeschichte raus. Ich finde, das klingt auf jeden Fall spannend und auch von Kai Meier habe ich schon einiges gelesen, was ich einfach unglaublich toll finde. Aus meiner Jugend eben die Merle-Trilogie, das Steiner Licht, die Fließende Königin oder wie es auch heißt und auch die Wellenläufer-Reihe. Also da gibt es einige von ihm, die man einfach sehr, sehr gut lesen kann in der Fantastik. Er ist ja auch nicht umsonst mit einer der erfolgreichsten Fantastikautoren in Deutschland. Und ich bin gespannt. Ich glaube, es ist sogar ein Einzelband, was ich ja auch mal schön finde, in den ganzen Wust von Fantasy-Reihen. Und ja, das Thema, finde ich, kann man auf jeden Fall so auf ein Band rund abschließen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das letzte Buch, was ich mir für den September aufgeschrieben habe, erscheint am 30.09. und ist jetzt so ein bisschen von der skurrileren Sorte. Und auch den Autoren und den Titel, also mir sagt das überhaupt nichts, aber es hat mich gleich angesprochen, weil es einfach mal ein bisschen was Besonderes ist. Und danach bin ich ja auch immer auf der Suche. Es heißt The Stranger Times und ist von C.K. McDonnell geschrieben und wird im Eichborn Verlag erscheinen. Ja, der Eichborn Verlag ist ja jetzt gar nicht so bekannt für Fantasy, aber er bringt immer mal wieder, ja, ich finde auch besondere Fantasy raus. Deswegen kann man da auch ganz gut immer mal vorbeischauen. Ich finde einfach, dass das sehr, sehr skurril klingt und das möchte ich euch natürlich jetzt nicht vorenthalten. Dunkle Kräfte sind am Werk und The Stranger Times geht ihnen auf den Grund. Die Wochenzeitung ist Großbritanniens erste Adresse für Ungeklärtes und Unerklärliches. Zumindest ist das ihre Eigenwerbung. Gleich in Hannah Willys erster Arbeitswoche bei der Zeitung trifft eine Tragödie ein und The Stranger Times ist gezwungen, tatsächlich investigativen Journalismus zu betreiben. Hannah und ihre Kollegen kommen zu einer schockierenden Erkenntnis. Einige der Geschichten, die sie zuvor selbst als Unsinn abgetan hatten, sind furchtbar real.
Ja, das kann total ins Absurde abdriften, kann aber auch genial werden. Das ist immer so eine zwiegespaltene Sache bei besonderen Geschichten, die eben nicht so richtig ins Mainstream passen, finde ich, kann es sowohl hierhin als auch dorthin kippen. Und auch das Cover ist jetzt für mich jetzt gar kein totaler Hingucker, aber es passt irgendwie zu dem Skurrilen, was man hier auf dem Klappentext lesen kann. Ja, ich bin gespannt, was es da zu sagen gibt. Ob ich da sofort zugreife, weiß ich noch nicht. Vielleicht warte ich da auch noch mal ein, zwei Rezensionen ab. Andererseits bin ich da so neugierig, was es da alles auf sich hat mit diesen Geschichten und finde es irgendwie auch, ich glaube, es hat auch ein bisschen eine Komik mit drin, weil ja diese Geschichten, die sie da abbilden und schreiben, ja scheinbar ja überhaupt nicht selbst dran glauben und vielleicht nur wegen des reißerischen Themas einfach irgendwie anbringen und jetzt diese, ja, diese Sachen in Erfüllung gehen oder tatsächlich Wahrheiten beschreiben. Ja, es hat irgendwie schon so seine Komik. Und deswegen übt es auf jeden Fall eine Faszination auf mich aus. So, wir sind im Oktober gelandet und wir fangen gleich an mit dem 11.10., meinem Geburtstag. Da erscheint nämlich Echo von Thomas Olde Heuwild im Heine Verlag. Und den kennt man vielleicht von dem Buch Hex. Das ging so hier auf BookTube doch ein bisschen ja, rauf und runter. Ich habe es selbst nicht gelesen. Und auch bei diesem Buch bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob es was für mich ist, aber irgendwie hat es mich doch so sehr angesprochen, dass ich es gerne mit hier reinnehmen würde. Auch bei Hex geht es ja um eine Hexe, aber es geht nicht um so eine typische Hexengeschichte. Und da war ich mir einfach nicht so sicher, ob ich nicht lieber eher so eine klassische Hexengeschichte haben wollte und nicht ein bisschen was, ja, das war so ein bisschen anders umgesetzt und bei manchen kam das gut an, bei manchen weniger und ja, ich habe dann erstmal die Hände davon gelassen, aber jetzt werde ich erstmal euch den Klappentext für Echo vorlesen. Eigentlich sollte es eine ganz gewöhnliche Bergtour werden, als Nick mit seinem Kumpel Augustin zu einer Kletterpartie in den Schweizer Alpen aufbricht. Doch dann kommt es unterwegs zu einem tragischen Unfall. Augustin stürzt in eine Gletscherspalte. Nick wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Er wird für immer schwer entstellt sein. Sam, Nicks Lebensgefährte, ist zunächst nur froh, dass sein Freund überlebt hat. Aber dann passieren immer mysteriösere Dinge in Nicks Umfeld. Auch Nick selbst verhält sich immer seltsamer. Und schon bald wird Sam klar, dass Nick etwas aus den Bergen mitgebracht hat. Etwas Böses. Ja, zunächst hat mich natürlich ja das Bergsteigen, die Gletscher angesprochen, dieses Abenteuerliche. Aber wenn ich es richtig verstehe, spielt das, glaube ich, nicht so sehr viel in den Alpen, sondern hauptsächlich dann wieder in unserer Welt, wo er dann das Böse mitgebracht hat. Was jetzt dieses Böse ist, das entscheidet dann vielleicht auch darüber, ob mich das catchen kann oder nicht. Kommt so ein bisschen drauf an, was das für ein Wesen ist oder was das alles da, was dahinter steckt. Das soll man natürlich auch nicht verraten. Da steckt natürlich auch der Reiz drin, das herauszufinden. Aber dahinter verbirgt sich dann auch, ob es mir gefallen könnte oder nicht. Und je mehr es dann doch wieder in den Alpen spielt, vielleicht kehrt er ja auch wieder zurück dorthin, um das loszuwerden, das Böse oder das Böse zu bekämpfen, den Ursprung des Bösen, dann gefällt es mir wieder als Setting sehr, sehr gut. Von einem Horrorroman kommen wir zu einem sehr poetischen Kinderroman, glaube ich jedenfalls, dass es poetisch ist, denn so klingt es sehr, sehr symbolisch, metaphorisch und sowas lese ich zwischendrin ja auch sehr, sehr gerne. Und zwar ist das Stella und der Mondscheinvogel und erscheint am 13.10. bei Fischer. Stellas magische Reise in eine dunkel glitzernde Schneekugelwelt. Als das Waisenmädchen Stella auf einem zugigen Bahnhof ein seltsames Paket mit einem alten Spielzeugvogel in die Hand gedrückt bekommt, ist das der Beginn eines großen Abenteuers. Stella ist auf dem Weg in ein neues Leben bei entfernten Verwandten. Doch als sie dort ankommt, ist alles ganz anders, als sie es sich erträumt hat. In der Familie herrschen Kälte und Trauer, denn ihr Sohn Thomas ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Zusammen mit dem Vogel, der magisch zum Leben erwacht und bewaffnet mit einer machtvollen Schneekugel, macht Stella sich auf die Suche nach Thomas und betritt eine fantastische Welt aus Eis und Schnee. Ja, und das hat
mich natürlich auch wieder angesprochen. Ich lese ja sehr, sehr gerne verschneite winterliche Wintermärchen und das klingt wieder danach. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, mir für den Winter, für die Weihnachtszeit irgendwie zu kaufen, um da drin ja so ein bisschen ja verträumt hineinzusteigen in diese Geschichte. Ich finde auch so Schneekugeln wirklich was Tolles und ich finde auch immer altes Spielzeug, das zum Leben erwacht, hat auch irgendwie was Mysteriöses, Unheimliches, aber auch ja Magisches irgendwie. Bin ich sehr gespannt, ob mich das überzeugen kann. Aber ich brauche ja auch wieder für Weihnachten so meine Weihnachtslektüre. Und das könnte ich mir dafür wirklich sehr gut vorstellen. Und wir bleiben beim verschneiten Setting, aber gehen wieder zurück in die erwachsenere Schiene. Und zwar wieder ein Horrorroman, diesmal aus dem Lucifer Verlag. Und das Buch erscheint am 31.10. und heißt Knochenbleich von Ronald Malfi. Und auch das hatte mich angesprochen, besonders eben vom Setting, von diesem Verschneiten. Ja, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, in welche Art von Horror das gipfeln wird. Also meistens bin ich ja eher so der Fan von mysteriösen, atmosphärischen Horror. Und wenn es eher so um die Monster geht, dann ja, bin ich jetzt nicht ganz so begeistert. Hier könnte es in diese Richtung gehen, aber kann doch trotzdem ganz atmosphärisch sein, eben durch dieses Setting. Eine Welt aus gefrorener Dunkelheit. Das Geräusch von Knochen, die aneinander reiben. Paul Gallo sah die Berichte in den Nachrichten. Ein Massenmörder führte die Polizei zu den Gräbern seiner Opfer, irgendwo in der Wildnis Alaskas. Die gleiche Wildnis, in der Pauls Zwillingsbruder vor Jahren verschwand. Als man die Opfer exhumiert, begibt sich auch Paul nach Alaska, um endlich Gewissheit zu erlangen und seinen Frieden zu finden. Doch damit fängt das Rätsel erst an. Auf seinen Nachforschungen stößt Paul auf abergläubische Einheimische, die den Teufel fürchten, und eine Reihe von Holzkreuzen, die etwas Böses daran hindern soll, den Wald zu verlassen. Und je tiefer er nach Antworten gräbt, umso mehr scheint er selbst Teil des Mysteriums zu werden. Ja, es könnte also so ein bisschen in die Richtung Zombie-Vampir-Horror gehen, aber wenn es ein bisschen eine andere dunkle Macht ist, die da ja irgendwie am Werk ist, dann könnte es mich wieder mehr faszinieren. Ich sage jetzt nicht, dass Zombie-Horror-Romane nicht auch ihren Reiz haben, aber das wäre mir dann wieder zu viel Gemetzel und zu viel Action. Also ich mag lieber diese Atmosphäre. Aber das konnte man ja doch so ein bisschen auch im Klappentext lesen. Das spielt auch eine Rolle, diese Atmosphäre. Und auch das Cover spricht mich hier wieder sehr, sehr an von der Stimmung. Deswegen werde ich auch da mal ein bisschen reinlesen und abwarten, ob es mich dann im Winter vielleicht doch packt. Weil ich brauche ja immer so ein bisschen beides. Dieses verträumte, weihnachtliche, märchenhafte, heile weltmäßige, aber dann auch wieder dieses düstere, eisige, klirrende, was sich dann wieder in den Genres Thriller und Horror wiederfindet. Wir sind im November angelangt, bleiben aber beim Horror, passt ja auch sehr, sehr gut zu dieser düsteren Jahreszeit. Und zwar erscheint am 2.11. Raubtieraugen von Tobias Quast im Knauer Verlag. Ein düsteres Schloss im Moor, ein grausames Geheimnis und ein Albtraum, aus dem es kein Erwachen gibt. Gekonnt lässt Tobias Quast in seinem Horror-Thriller Raubtieraugen die anfängliche leise Beunruhigung zu wahrem Grauen anwachsen. In London scheint der Münchner Julius am Ziel seiner Träume angekommen. Doch dann steht er plötzlich ohne Job und ohne Wohnung da und das ausgerechnet, als seine 6-jährige Tochter Emilia zu Besuch ist. Ein glücklicher Zufall beschert den beiden eine Einladung auf Wargrave Castle, den Familiensitz der Hardings in den North York Moors. In dem düsteren Schloss verschwindet jedoch nicht nur Julius' Handy spurlos und er hört Schritte, wo niemand ist. Die Hardings sind so begeistert von Emilia, dass Julius seine Tochter kaum noch zu Gesicht bekommt. Was dann geschieht, übersteigt selbst seine finsteren Albträume. Ja, das klingt für mich wieder nach sehr, sehr klassischem Horror, eine Haunted
Hausgeschichte, also eine Spukhausgeschichte in der heutigen Zeit und es soll sehr atmosphärisch sein, aber am Ende auch einen tollen Twist aufweisen. Bin ich immer sehr gespannt drauf. Das kann auch total in die Hose gehen und total nicht so plausibel sein, aber manchmal kann es denn einen auch überraschen und damit dann auch noch viel genialer machen. Also ich glaube, so dieses ganz Klassische habe ich natürlich schon viel gelesen. Es muss natürlich auch immer so doch eine kleine Besonderheit sein, aber das mit einem Twist hat mich dann wieder so neugierig gemacht, dass ich das hier auf diese Liste packen wollte. Und auch der Titel Raubtieraugen, bin ich gespannt, wie das zu dem Inhalt passt. Jetzt sind wir aber durch mit dem Horror und kommen wieder so ein bisschen in die Fantasy und zwar auch in die High Fantasy. Ein Buch, was schon sehr, sehr oft verschoben wurde. Es sollte letztes Jahr erscheinen und ist verschoben worden und sollte eigentlich, ich glaube, im ersten Halbjahr oder jedenfalls früher im Jahr erscheinen und wurde jetzt in den November verlegt. Ich hoffe, dass es jetzt auch wirklich stimmt mit dem Datum, dem 26.11. Die Todsängerin von Alexander Paul im Bastei-Lübbe Verlag. Aurora Pine muss früh lernen, was es heißt, anders zu sein. Als Hexe verschrien, werden ihre Mutter und sie aus dem Dorf gejagt. Im Wald lernt sie von ihr die Magie des Gesangs. Doch die kraftvollen Lieder wollen Aurora nicht gelingen. Als ihre Mutter bei einem Überfall getötet wird, muss sie sich mit Betteln durchschlagen. Schließlich wendet sich ihr Glück. Sie wird bei den sanften Schwestern aufgenommen und soll die vier Schulen der Heilung durchlaufen. Doch auch hier fällt es Aurora schwer, sich einzufügen, bis sie von einer geheimen fünften Schule erfährt, dem Haus Mortem. Ja, was ich hier so spannend finde, ist zum einen, dass hier Magie mit Gesang verknüpft wird. Und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Und ja, Musik ist irgendwie auch so ein bisschen Magie, hat ja eine großartige Wirkung auf uns. Und das dann wirklich in einem Fantasy-Roman mit Magie und Gesang zu verbinden, finde ich toll. Und dann spielt hier natürlich wieder ein Kloster, eine Ausbildung eine Rolle, was ich toll finde. Und ein, ja, diese verdeckte fünfte Schule, Mortem, das hat ja irgendwas Düsteres mit dem Tod vielleicht zu tun. Vielleicht ist das auch düstere Magie, die man eigentlich nicht ausüben sollte. Aber vielleicht ist unsere Protagonistin da auch einfach ein bisschen talentierter, weil sie das ja das andere eher so ein bisschen schwer zu fallen scheint. Ja, und ich glaube auch, dass der Autor, ich habe ihn jetzt eben Paul ausgesprochen, ich glaube aber wird Paul ausgesprochen, weil das, glaube ich, ein Schleswig-Holsteiner ist. Und ja, als Nordlicht freut mich das immer, wenn man dann auch ja, regionale Autoren kennenlernt und wenn einem dann auch die Geschichten dazu gefallen und man den Autor dann unterstützen kann, wäre das natürlich umso schöner. Ja, ich hoffe, wie gesagt, das Buch erscheint dann wirklich auch im November und wird nicht nochmal verschoben. Aber es klingt für mich wirklich sehr besonders, auch wenn ich jetzt das Cover selbst nicht ganz so ja, herausragend mir irgendwie ins Auge gesprungen ist. Also es ist nicht hässlich, aber ich glaube, es wäre mir jetzt so zwischen den ganzen Fantasy-Romanen gar nicht so sehr aufgefallen. Ich finde aber so ein, zwei Peaks in diesem Klappentext spreche mich einfach extrem an. Wir sind im letzten Monat angekommen, dem Dezember, und hier habe ich nochmal zwei Fantasy-Romane für euch. Der erste ist so ein bisschen düsterer, der könnte vielleicht sogar ein bisschen in die Dark Fantasy fallen. Finde auch so vom Cover her könnte das passen. Und er erscheint am 13.12. und heißt Die Schwestern Grimm von Männer van Praag und wird im Heine Verlag erscheinen. Goldie, Liana, Scarlett und Bea sind Halbschwestern. Geboren am selben Tag sind sie die Töchter von verschiedenen Müttern und eines Vaters, des mächtigen Dämons Grimm. Getrieben von dem Wunsch, die Erde zu beherrschen, verlieh er jeder Tochter die Macht über ein Element: Erde, Luft, Wasser und Feuer. Um ihr volles Potenzial zu entfalten, müssen sie als erwachsene Frauen in das Reich ihres Vaters zurückkehren. Kurz vor ihrem 18. Geburtstag stehen die Schwestern Grimm vor der schwierigsten Entscheidung ihres Lebens. Streben sie nach der dunklen Macht ihres Vaters oder wollen sie die Welt und die Menschen, die sie lieben, vor dem düsteren Grimm retten? Ja, zunächst habe ich natürlich bei Grimm so an die Märchen gedacht, aber ich glaube, dass das hier weniger der Fall ist. Das klingt schon so ein bisschen düsterer.
Und ich denke mal, dass sich da auch so ein bisschen Konflikte auftun werden zwischen den Schwestern, denn vielleicht werden sich einige dafür entscheiden, die Macht ihres Vaters anzunehmen und die anderen dagegen, um die Menschen zu retten. Und dann müssen sie irgendwie gegeneinander antreten. Und ja, wie die Magie oder die Macht mit den verschiedenen Elementen zusammenhängt, finde ich sehr, sehr spannend. Und wie die sich unterscheiden und wie die funktioniert. Ja, ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Mischung aus so ein bisschen Düsterem und Fantasy. Ob das jetzt auch unsere Welt ist oder eine eigene, kann ich auch gar nicht sagen. Finde ich aber auf jeden Fall spannend. Und wie gesagt, der Heine Verlag hat ja immer sehr, sehr viele Bücher für mich parat, die mich ansprechen. Und das letzte Buch auf meiner Liste für das zweite Halbjahr 2021 ist auch wieder ein Fantasy-Roman, wie ich euch schon gesagt habe. Und diesmal so ein bisschen was Helleres und ein bisschen was Naturverbundeneres, jedenfalls vom Klappentext und vom Cover her, ist das so ein bisschen daraus zu schließen. Es heißt auch Helles Land von Mary E. Garner und wird im Lübbe Verlag erscheinen, und zwar am 23.12. Clay ist eine hohe Hüterin der Bäume in einer Welt, in der zwei Sonnen unbarmherzig niederbrennen. Sie allein kennt den Standort der geheimnisvollen Lichteiche, die das gesamte Land des Waldes beschützt. Doch nun droht dem heiligen Baum höchste Gefahr. Das Refugium und somit das Leben aller Bewohner steht auf dem Spiel. Ein skrupelloser Feind scheut vor keinem Verbrechen zurück. Und so müssen Clay und ihre Gefährten alles riskieren, um den Baum und ihr Land zu retten. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Ja, ich glaube, hier hat mich einfach das Setting des Waldes angesprochen. Ich finde naturverbundene Fantasy auch immer sehr, sehr schön, und das ja, schafft irgendwie Bilder im Kopf, wo man vielleicht, oder Orte im Kopf, wo man gerne auch verweilen würde. Wie es denn weitergeht, kann ich mir noch gar nicht so vorstellen, in welche Richtung das geht, ob das in Richtung Herr der Ringe Gefährten, also mehrere Gefährten brechen auf. Da denkt man ja gleich an Herr der Ringe. Und wie episch das sein wird, ob das der erste Teil einer Reihe ist, das weiß ich alles noch nicht. Und ja, spricht mich jetzt von der Idee selbst her. Also da finde ich jetzt nicht viel drin sonst, was mich anspricht, aber eben ja dieses Naturverbundene, die Bäume und die Wälder, das interessiert mich und das hat mich angesprochen. Und deswegen ist es hier auch auf der Liste gelandet als letztes Buch. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch jetzt hier am meisten angesprochen hat. Und ja, ob vielleicht auch was dabei war, was ihr noch gar nicht gesehen habt. Ob ihr überhaupt selbst so ein bisschen nach Neuerscheinung guckt. Mir bringt das ja unglaublich Spaß, so ein bisschen so wie so eine Art Schatzjäger in den Vorschauen zu blättern von den Verlagen oder auf verschiedene Websites zu gehen, die auch die Neuerscheinungen ankündigen. Es ist ja nie alles vollständig, das gibt es ja irgendwie leider nicht. Also von den liebsten Verlagen, da ja, guckt man natürlich automatisch in die Vorschauen, aber es gibt ja mittlerweile so viele Self-Publisher oder auch kleine Verlage, die einen einfach durchrutschen manchmal, und das ist dann natürlich schade. So eins, zwei, drei hatte ich ja hier von kleinen Verlagen auch dabei. Aber deswegen freue ich mich auf jeden Fall auch auf eure Kommentare, um ein bisschen auch nach links und rechts zu schauen. Muss ja auch nicht immer Fantasy sein. Manchmal, dadurch, dass man ja immer so in seiner Ecke schaut, übersieht man dann vielleicht in den anderen Rubriken, die sonst nicht so für einen sind, vielleicht auch mal ein Buch, was mich dann doch angesprochen hätte, vom Thema, vom Setting oder ähnliches. Ja. Aber das soll es jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit, und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.